Guten Tag und herzlich willkommen bei den Gameswelt Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar News für euch aus der Welt der Videospiele, unter anderem zum Witcher. Da wurde jetzt ein neues Spiel angekündigt. Dann Sony hat das neue Entwicklerstudio von Jade Raymond gekauft. Außerdem Microsoft beendet die Zusammenarbeit mit den Ori-Machern und angeblich plant Ubisoft ein großes Event, bei dem um die 20 Spiele gezeigt werden sollen. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es etwas Neues von uns gibt. Jetzt viel Spaß mit diesen News. CD Projekt Red hat auf der eigenen Webseite ein neues Witcher-Spiel angekündigt mit einem Bild. Und auf diesem Bild sieht man ein Katzenamulett im Schnee. Das Ganze soll eine neue Witcher-Saga werden. Viel mehr weiß man aber nicht, außer dass die hauseigene Red Engine jetzt nicht mehr genutzt wird, sondern die Unreal Engine 5 zum Zuge kommen soll und man eben eine Partnerschaft mit Epic Games eingegangen ist. Das Ganze wird sicherlich noch dauern, bis es dann fertig wird vor 2023. Ich würde sogar eher sagen, 2024 würde ich nicht mit dem Spiel rechnen. Hauptsache, sie liefern das Spiel fertiger ab als Cyberpunk und ja, dieses Mal sollte man einfach vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit dem Hype sein. Sony hat das neue Entwicklerstudio von Jade Raymond gekauft. Jade Raymond ist ja die Co-Erfinderin von Assassin's Creed und die hat im Jahr 2021 ein neues Entwicklerstudio in Montreal gegründet mit dem Namen Haven Studios. Und selbst da ist dann schon durchgesickert, dass sie an einem exklusiven Spiel für die PlayStation 5 arbeiten. Was genau soll das für ein Spiel werden? Ein Online-Spiel, also ein Live-Service-Game. Sony plant davon ja bis März 2026 mindestens 10 auf den Markt zu bringen. Wann das neue Spiel der Haven Studios erscheint, weiß man noch nicht. Auch noch nicht genau, wie das aussieht. Aber wie gesagt, das Entwicklerstudio gehört jetzt exklusiv zu Sony. Microsoft hat angeblich die Zusammenarbeit mit den Ori-Machern beendet. Da gab es ja in den letzten Tagen unschöne Berichte, die ein Bild malen, in dem die beiden Gründer und Chefs des Entwicklers Moon Studios Mitarbeiter gegängelt, beleidigt und schlecht behandelt hätten. Auch antisemitische Nachrichten sollen über Chats verschickt worden sein. Darüber berichtete GameSpeed in einem sehr ausführlichen Artikel und auch über Twitter meldeten sich Leute, die früher dort gearbeitet haben, zu Wort. Laut Jess Corden von Windows Central und Jeff Grubb von VentureBeat habe nun auch Microsoft die Reißleine gezogen und jegliche Arbeit mit dem Studio beendet. Die Zusammenarbeit sei auch schon vor diesen Enthüllungen recht schwierig gewesen. Für das neue Projekt der Moon Studios ist man eine Partnerschaft mit Private Division eingegangen. Das ist eine Tochtergesellschaft von Take-Two. Mal schauen, wie sich dieser ganze Skandal noch entwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen. Angeblich plant Ubisoft ein großes Event, bei dem um die 20 Spiele gezeigt werden sollen. Das behauptet der Journalist Tom Henderson auf xfire.com. Das Event sollte eigentlich vor der E3 dieses Jahr stattfinden, aber dieser Zeitraum trifft wohl nicht mehr zu. Doch, welche Spiele sollen dort gezeigt werden? Einige unangekündigte Projekte wären da dabei, so soll etwa ein zweiter Teil zu Immortals Phoenix Rising kommen. Auch ein neues Prince of Persia sei in der Mache, neben dem Sands of Time Remake, das wohl eher general überholt worden ist. Dieses neue Prince of Persia sei aber wohl eher ein 2D-Titel wie Ori. Außerdem sei auch ein The Crew 3 in der Mache und Beyond Good and Evil 2 und das Splinter Cell Remake hätte man da wohl auch gesehen. Aber das ist alles so ein bisschen, ja, Gerüchteküche, muss man mit Vorsicht genießen. Dass Ubisoft dieses Jahr aber noch ein Event machen wird, um einiges zu zeigen, ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder mit den Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich würde mich freuen über ein Abo, das wäre schon ein ziemlich feiner Zug von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und dann bis morgen wieder. Macht's gut und tschüss.